Juhu, wir sind ready für den ersten Dungeon. Naja, ready ist viel, vielseitig definierbar. Aber wir können es zumindest mal versuchen. Ich bin etwas unschlüssig, ob wir das erfolgreich schaffen werden, weil wir heiltränkemäßig ziemlich schlecht unterwegs sind. Der höchste Heiltrank hat 307, den ich aktuell habe. Besser wäre es eigentlich, den Lesser Stamina Heiltrank zu haben. Dazu hätte ich aber mehr sammeln müssen, um ihn dann auch craften zu können, nämlich mit 659 auf. Das wäre gut. 300 irgendwas wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen. Das heißt, ja, ich muss darauf hoffen, dass ich ein paar gute Drops bekomme, gleich zu Anfang, geartechnisch, und ja, dann einfach beten, dass das so passt. Wenn nicht, ja, dann ist das halt einfach so. Dann kommen wir dann halt erstmal wieder raus, geprügelt und geschlagen. Haben wir aber vermutlich ein, zwei Pets mehr und sind zumindest mal auf Level 15 aufgestiegen. Und ja, der Potion-Händler, falls ihr euch fragt, der hat keine Medium Potions mit 600er HP, deswegen bringt mir das nicht viel. Ich werde mich jetzt noch buffen, bevor ich reingehe und oh, wunderschön. Ah. Ja, ich werde mich buffen, bevor ich reingehe und ja, dann gucken wir doch mal, wie es jetzt im ersten Dungeon Solo-Run läuft. Was? Equipment Score ist zu gering? Nein. Nicht ernsthaft. Die Equipment Score ist zu gering? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du chickity check. Sehe ich die hier? Equipment Score 1655. Was habe ich? Was habe ich? 1234. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich nicht so toll. Ich habe aber eine Quest für dieses Armor Set. Armor Set Diagram of Traitor. Allerdings ist das hier am Arsch der Welt, deswegen nehmen wir doch mal den Flugmeister, fliegen dahin und holen uns besseres Equipment. Ich habe tatsächlich beim NPC mir noch Schultergürtel und Handschuhe gekauft, weil ich mangels Drops keine hatte und dachte, okay, ich bereite mich ein wenig vor. Nochmal kurz gucken, das ist das Scrap Camp. Aber reicht ja offensichtlich von Equipment Score nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das bei in Korea schon so war mit der Equipment Score. Kann aber gut sein. Griffin Valley ist es. Okay. Kann aber gut sein. Und dass ich da halt einfach auch schon jobtechnisch schon gut unterwegs war und deswegen es nicht bemerkt habe. Habe ich Griffin Valley habe ich gar nicht als Flugpunkt. Oder vielleicht einfach mal ein bisschen reinzoomen. Stables. Was ist denn am nächsten zu dieser Griffin Valley? Ja, eigentlich nichts. Ne? Member of George Mika, Dragon Tamer. Das heißt, wir werden dahin reiten. Ja, und das Pet habe ich jetzt gerade wieder draußen. Warum? Weil auch die Pets Ausdauer haben. Das ist eins der wenigen negativen Veränderungen, finde ich. Das gefällt mir nicht, dass die Pets Ausdauer haben und verbrauchen. Mir schließt sich so stellenweise der Sinn dahinter, dass man sagen kann, okay, du hast halt irgendwie bei den selteneren Pets gibt es ja Attributs oder Stat-Boosts, je nachdem halt. Und ja, das gibt euch ja einen Vorteil. Und deswegen haben die eine Fatigue. Aber zumindest dann bei jenen Pets, die halt einfach normal sind, so wie zum Beispiel Big Brown Eyes, ist das so unnötig. Also da würde ich mir wünschen, dass da noch eine Änderung kommt. Ich werde es definitiv auch mal ansprechen in den Foren. Und gegebenenfalls gibt es dann auch andere, die das genauso sehen. Und vielleicht wird Neoris das dann ändern. Wer weiß. Man weiß es nie, wenn man es nicht versucht. Weiß man auch nicht, was das Ergebnis wäre, wenn Neoris nicht weiß, was uns drückt.
bedrückt, erdrückt, unterdrückt, ja, dann kann sich natürlich auch nichts ändern. Und ja, wie seht denn ihr das? Also findet ihr ein Fatigue-System auf den Pads gut? Bei den Mounts kann ich es noch nachvollziehen, dass man da sagt, okay, Mounts sind schon auch eine bequeme Art und Weise zu reisen. Wir sind in einer gewissen Art und Weise auch ein Luxusgut. Aber Pets, sie kämpfen ja nicht. Also selbst die, die halt eben, wie gesagt, passiv uns nochmal die Stats boosten, sind ja nicht alle. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, ich betrachte das ja ein bisschen mehr dann fast schon wie so Trinkets oder einfach Gear und sowas. Von daher, schade, ja. Gucken wir mal. Jo. Vielleicht finden wir unterwegs ja jetzt noch irgendwie ein nettes Pet. Und mich irritiert ein bisschen die Dreier. Gut, das ist in der Nähe. Das ist zum Glück nicht da oben auf dem Berg. Da ist er, der Black Knight. Der Schwarze Ritter. Oh, der Schwarze Ritter. Der Schwarze Ritter war das erste Buch, das ich gelesen habe, durchgelesen habe, von Anfang bis Ende. Da war ich fast 7. Da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran und ich habe es auch in ein paar Tagen verschlungen. Also es war, der Schwarze Ritter müsste ich eigentlich wieder lesen. Ich habe, seitdem ich das erste Mal es gelesen habe, es nie gelesen. Nie wieder gelesen. Und das ist eigentlich eine Schande dafür, dass das mein erstes Buch war. Oh, das ist Level 17. Oh, das ist Level 17, das ist ein Problem. Da hätte ich aufpassen müssen. Da könnte ich jetzt drauf gehen. Ja, ich bin da zu sehr in Panik. Das heißt, der wird mich jetzt vermutlich erledigen. Vielleicht schaffe ich es noch wegzurennen, aber ich glaube, es wird nichts. Verdammt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht beim Reaper wieder in dem Dorf. Nee. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ne? Das ist, wenn man da hingeht, oh ja, der Schwarze Ritter. Und textet dann über irgendwelche Geschichten. Und nicht darauf achte, dass es ein Level 17 Elite ist. Was hier schon Bedeutung hat. Dann kriegt man auf den Köcher. Diesmal mache ich nicht den Fehler, mich vom Reaper wiederbeleben zu lassen. Nämlich einen netten Malus, der dann eine Weile wirkt. Okay, aber es ist schon mal eine gute Übung. Level 17. Ein paar Mal einen Buff drauf. Ja, da sollte ich mir jetzt überlegen, wie ich ihn ordentlich malträtiere. Guck mal. Also es wird knapp werden, das ist keine Frage. Nein, warum macht sie das? Jetzt hat sie einfach Auto gecastet. Das ist natürlich mies. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das wird wieder schief gehen. Das ist natürlich nervig. Muss man drauf achten. Das macht sie, glaube ich, weil ich die Falle gelegt habe. Und wenn ich ihn dann im Target habe und in der Nähe bin, dann führt sie ihren Auto-Angriff aus. Wird es vermutlich nichts bringen, ihn nochmal anzugreifen. Ich probiere es natürlich trotzdem ein drittes Mal. Aber es ist halt auch irgendwie, ich weiß auch nicht, also meine Energy, ich habe das Gefühl, dass ich in Korea eine viel schnellere Regeneration hatte. Also auch in diesem Level. Also mal unabhängig wirklich von Gear und allem, ist meine Ausdauergeneration wirklich, wirklich low. Und ausweichtechnisch hatte ich zum Beispiel jetzt ja überhaupt keine Chance, da eigentlich viel was so großartig zu machen. Ja, der wird mir noch ein bisschen einheizen. Jetzt nehme ich mal aus dem Target raus. So. Ich hoffe, sie greift ihn jetzt nicht einfach an. Weil den Sniper. Das ist schon wieder so. Also das ist nervig. Das ist echt nervig. Weil ich will natürlich mit einem Sniper beginnen und gleich erstmal viel Schaden machen. Aber es bringt nichts. Also ich merke schon, das brauche ich gar nicht nochmal versuchen.
Das heißt, wir müssen sie noch ein bisschen leveln. Verdammt nochmal. Na gut, dann war die Prognose auf die übernächste Episode, also in der letzten Episode, sprich also in der nächsten Episode, richtig. Und das nur wegen dem Black Knight. Ist aber gar nicht schlecht, denn auch im Dungeon selbst wird es auch Äquivalente zum Black Knight geben. Und das würde dann genauso aussehen unter Umständen, wenn wir dann. Und das ist dann natürlich besonders bitter, wenn wir ziemlich tief drin sind. Aber das ist ärgerlich. Also ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken in der Steuerung, ob das auch einfach nur an Linksklick liegt, dass sie per Linksklick angreift. Eigentlich habe ich sowas ausgestellt, weil ich mag nicht per Linksklick angreifen, sondern per Rechtsklick. Hier, also Linksklick ist Doppelklick eigentlich. Ah doch, hier. Attack select the target with LMB. Das ist noch drin. Das wollen wir natürlich nicht. Einmal versuche ich es noch. Muss aber sein. Ansonsten versuche ich einmal die Truhe. Dann versuche ich einmal die Truhe zu öffnen. Lenk ihn ab. Ja, das ist auch noch. Das ist auch eine Möglichkeit. Das mache ich nicht jetzt. Bitte, bitte, nicht. Jetzt erstmal die Sniper. Sniper Shot. Langsam. Oh ja, da ziehe ich hier mal ran. Das ist natürlich mies. Ja, die Heilung reicht halt hinten und vorne nicht. Aber es macht nichts. Dann. Machen wir genau das, was ich gesagt habe. Ich versuche, dass ich die Truhe rechtzeitig looten kann. Haue dann ab. Ziel ist ja, zumindest mal die Quest zu erledigen, damit ich dann auch die Equipment Score, Ausrüstungspunktzahl dann erhöhe. Und ja. Irgendwann komme ich dann aber hier wieder zurück und räche mich dann am Black Knight. Wenn ich größer bin. Ist ja die Frage. Erst irgendwo hinlocken und ins CC setzen. Wäre wahrscheinlich der beste Weg. Er ist ja mies. Jetzt komm mal her. Will er gar nicht. Ja, CC setzen ist gut. Komm schon. Heilig, heilig, heilig. Öffne, öffne. Ah, es reicht nicht. Dann probier es mit hinlaufen und öffnen. Ende. Er macht halt schnell viel Schaden. Ich habe leider keinen richtigen Stun, wo er dann wirklich mal dann für 3 Sekunden einfach nichts machen kann. Ich hoffe, mein Gear ist nicht schon so zu stark beschädigt. 25 von 40, es war auf 100% alles. Ich hatte es, bevor ich in den Dungeon reingegangen bin, hatte ich meine Ausrüstung komplett repariert. Die Rap-Kosten, die Rap-Kosten. Ja, doofer Black Knight. Mag ich überhaupt nicht. Also nur Bondage, bringt uns nicht viel. Komm, Ausdauer, komm, regeneriere mal, das dauert. Das dauert! Kann gut sein, dass er uns killt. Wieder. Aber vielleicht bemerkt sich. Ich probiere mich mal anzunähern. Ich kann mal ja die looten. Und das ist Mac. Tatsächlich. Ich habe einen Termin. Wunderbar, was fehlt noch? Wieder zurück. Nee. Müssen wir auf die Karte gucken. Die sind überall, das ist überall verteilt. Ich glaube, das könnte eine ellenlange Quest werden.
Okay, sollen wir wieder zurückkehren? Ja, und irgendwie porten oder so kann ich mich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinkomme. Marfa Northern Grasslands. Quiz Mission. Nehmen wir diese Eventmitteilung. Also die Frage ist, dass die Marfa Northern Grasslands könnte man Stables sein, aber könnte auch irgendwo am Arsch der Welt sein. Naja, probieren wir es. Wir sind eh schon am Arsch der Welt. Wo auch immer wir hinkommen, wir können zweifelsfrei hinfliegen. Das ist auch gut. Das war so eine richtige Fail-Episode. Beginnend mit, ja, lasst uns in den Dungeon gehen. Juhu! Enden mit stirb, 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 stirb. Fantastisch. Wirklich wunderbar. Aber ja, das ist halt so. Das kann halt mal vorkommen. Ne? Umso mehr können wir vielleicht im Dungeon bleiben. Ja, der Rest ist im Dungeon. Ja. Da kann ich nicht rein. Bedeutet... Ja, ich bin in den Dungeon. Das bedeutet... Ich kaufe mir Gear im Auktionshaus. Ich weiß ganz genau, dass das Gear, was ich mir im Auktionshaus kaufe, das wird vermutlich dann als Äquivalent im Dungeon droppen. Aber egal, das ist jeden Versuch wert. Zuallererst werde ich jetzt noch beim Blacksmith meine ganze gesamte Ausrüstung wiederherstellen, reparieren. Er macht gleich alles. Alles macht er, wenn ich hier reingehe. Boah, ein Silber. Ja, ich hätte zwar drei Gold, aber trotzdem ein Silber. Okay. Ja, das war eine wirklich nicht wirklich sehr ergiebige Episode. Ändert nichts. Das sind alles Einblicke in die Untiefen von Bless. Meine Ranger in der WN. In der nächsten Episode habe ich hoffentlich bis dato Erfolg gehabt und habe zumindest im Auktionshaus dann genügend Gear hoffentlich erschwinglich bekommen können für mein Level, um dann in den Dungeon gehen zu dürfen. Im Dungeon selbst werden wir wahrscheinlich dann auch wieder aufs Loch kriegen, aber ja, da ist doch auch der Spaß an der Sache, oder nicht? Bis zum nächsten Mal.